Tom versucht, die letzten Nachrichten von der Konsole abzurufen. Vor der Meldung erscheint Folgendes: Videodaten nicht verfügbar. Comp-Verbindung nicht aktiv. Textmodus aktiviert. Newsflash: Textmodus. Am morgigen Montag beginnt in weiten Teilen Europas wieder die Schule nach den großen Sommerferien. Das Unionsverkehrsministerium bat heute deshalb alle Indie-Piloten, in den nächsten Tagen besonders rücksichtsvoll zu fliegen, da wie jedes Jahr viele Erstklässler unterwegs seien. Seien Sie also bitte vorsichtig. Nee, ganz ehrlich, den Text kenne ich gar nicht. Cool. Nürnberg. Der Präsident der Europäischen Anstalt für Arbeit, Jagoda, legte heute seinen Bericht für den Monat August vor. Danach waren im August 76... Oh, das ist keine Jahreszahl. Demnach waren im August 76 Millionen Menschen in Europa ohne Arbeit. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 16,7%. Das ist hart. Der Sprecher der sozialökologischen Opposition im Europaparlament, Giuseppe Piscator, verurteilte in diesem Zusammenhang die, so Piscator, hemmungslose unsoziale Politik der Unionsregierung, die den supranationalen Konzernen und Rekordgewinne gestatte und gleichzeitig einer zunehmenden Verslammung der europäischen Großstädte tatenlos zusehe. Wörtlich sagte Piscator: Ganz offensichtlich hat die Regierung ein persönliches Interesse daran, dass in Europa bald amerikanische Verhältnisse herrschen. Die Opposition würde diesem Rückfall in den Thatcher-Kapitalismus nicht tatenlos zusehen. Das ist ja geil. Den diesjährigen Gates-Preis für Plasmaphysik errang der Chinese Huang Yang. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich kann nur einen einzigen Namen richtig aussprechen von einem Kollegen. Gerne eine Videoantwort, wie man diesen Namen korrekt ausspricht. Für eine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der Grundlagenforschung. Wang Gang erhielt mit 470 Millionen Credits dotierten Preis als erster Chinese. Der Gates-Preis wird seit 154 Jahren an herausragende Wissenschaftler und Geschäftsleute verliehen. Rom. Papst Johannes Paul IV. Veröffentlichte heute seine Enzyklika. Okay, das ist tatsächlich ein Wort, was ich nicht kenne. Enzyklika zum Schutz des ungeborenen Lebens. Darin bekräftigt der Vatikan seine Standpunkte gegenüber der Geburtenkontrolle und der Frage der Abtreibung. Auch eine Frage, um die es heute ziemlich heftig geht. Auch weiterhin haben die Enzyklika zufolge Werden und Schutz des ungeborenen Lebens absoluten Vorrang vor individualistischen Partikularinteressen, wie es in dem Papier heißt. Abtreibung sei auch weiterhin nur erlaubt, wenn es das Leben der Mutter nicht anders erhalten werden kann. Die Schwangerschaftsverhütung bezeichnete der Papst als verdammenswerten Eingriff in die biologischen Hoheitsrechte Gottes. Auch eine ständig wachsende Überbevölkerung könne kein Grund sein, von diesem Zivilisationsprinzip abzurücken. Ja, ich melde mich ja noch, meine Güte. Nur Nachrichten lesen. Europäische Union. Der 14. Versuch der Einführung einer einheitlichen offiziellen Währung ist am Widerstand Deutschlands gescheitert. Das ist natürlich, es war 1995 war schon klar, dass eine einheitliche Regelung kommen wird. So wie es mir mal gesagt wurde, war das angeblich sogar am Ende des Zweiten Weltkriegs schon beschlossene Sache und von Deutschland unterschrieben, dass das passieren wird. Ist aber auch wieder so, hab ich gehört. Also, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob das wirklich stimmt, ja, ist halt im Realm von Hörensagen, ne? Mit dem kann ich nichts nehmen. Aber trotzdem eine lustige Nachricht, weil wir haben ja jetzt den Euro. Und das spielt in der Zukunft. Die Erdbebenwarnung für morgen, den 9. September 22:30. Im Bereich des St. Andreas-Grabens kommt es zu keinen nennenswerten Erschütterungen. Nach dem großen Beben vom vergangenen Jahr bauen sich erneute Spannungen zwischen der amerikanischen Festlandspalte und der pazifischen Platte nur sehr langsam wieder auf. Lediglich im Bereich von Los Angeles kann es zu einigen kleineren Erschütterungen kommen, die allerdings den Wert von 3,5 auf der nach oben offenen Richterskala nicht überschreiten dürften. Ruhig verhalten sich auch die japanischen Küstenregionen. Dort ist mit keinen Beben zu rechnen. Ein wenig unruhig könnte es aber im nördlichen Mittelmeer, westlich von Athen, werden. Die Messungen der internationalen Bebenwarten rechnen mit einem Beben etwa der Stärke 5, das allerdings kaum Auswirkungen auf die griechische Provinzhauptstadt haben wird. Die griechische Provinzhauptstadt. Stuttgart, Tokio. Ein Sprecher des DDT-Konzerns trat heute an die Öffentlichkeit, um erstmals auf Gerüchte zu reagieren, ein Fabrikschiff des Konzerns, die Toronto, sei auf einer Mission im All verschollen.
Tatsache sei, so der Konzernsprecher, dass die Funkanlage des Schiffs ausgefallen sei. Das Schiff selbst sende allerdings weiterhin Ortungssignale von einem Wüstenplanet namens Nugget, im Sektor HR-13-4198. Man gehe davon aus, dass die Systeme des Schiffes normal arbeiten und in wenigen Jahren die erste Frachtschiffe der Toronto auf der Erde eintreffen werden. Eine Bergungsmission sei deshalb unnötig und käme für den mit absoluter Sicherheit ausschließbaren Katastrophenfall auch zu spät, da eine Reise zu diesem Planeten mindestens 3 Jahre in Anspruch nähme. An der Börse erholte sich infolge dieser Pressemitteilung der Wert der DDT-Aktien nur wenig. McCartney-Erben rufen internationalen Gerichtshof an. Bedroht der Enteignungsversuch Brasiliens an den McCartney-Erben die letzten zusammenhängenden Regenwaldgebiete? Besitz der Erbengemeinschaft soll durch Eingreifen der Schutzgruppen mitgesichert werden, fordern einige Staaten. Europäische Union. Jetzt scheint sich zu loopen, oder es ist zufällig, jetzt wollte ich wieder mit WASD steuern. Okay, bei der nächsten Meldung ist soweit. Ich weiß, ich wollte mich eigentlich zum Flug melden. Ich hatte im Kopf, dass man sich an diesen Konsolen zum Flug melden kann und nicht Nachrichten lesen kann. Das war mir also neu. Ich probiere es mal hier an der großen. Nein. Im Kontrollpult. Okay, ich hatte im Kopf, wenn man so eins von diesen Kontrollpulten anklickt, kommt die Frage, ob man sich für den Flug melden möchte. Ah, ja, sehr schön. Dann machen wir das so. Dann melden wir uns jetzt zum Start des Shuttle-Fluges. Ah, okay. Das ist storymäßig, dass er dahin geht. Neben dem Shuttle trifft Tom auf Captain Brand sowie den Androidenkörper von Ned, dem AI-System des Schiffes und natürlich Rainer Hofstädt, seinen Passagier. Driscoll, es ist alles bereit für den Flug. Alle erforderlichen Daten zur Kursbestimmung stehen Ihnen in den Systemen des Shuttles zur Verfügung, Mr. Driscoll. Ich habe seine Stimme geändert. Während des Fluges werde ich direkt mit Ihnen kommunizieren, um Ihnen die Auswertung der übertragenen Daten sofort mitteilen zu können. Sie kennen Ihren Auftrag. Durchführung von Messreihen im Orbit und vor Ort zur Verifizierung der Sondendaten. Bringen Sie Mr. Hofstädt gut hinunter, Driscoll. Viel Glück. Danke, Sir. Ich werde mich bemühen. Sind Sie bereit, Hofstädt? Aber sicher. Geben Sie Gas, Driscoll. Tom bringt das Shuttle sicher aus dem riesigen Mutterschiff. Das kleine Raumfahrzeug hat einen kräftigen Antrieb und so sind die beiden schon nach ein paar Stunden in der Nähe des Zielplaneten. War bislang eine angenehme Reise, Driscoll. Danke. Ich bin in guter Fluglaune heute. Es ist vieles Routine in meinem Job, aber einen neuen Planeten anzufliegen ist und bleibt das Größte. Wem sagen Sie das? Gut, dass es meine Dienststelle nicht weiß, aber ich würde sogar auf mein Gehalt verzichten, um diesen Augenblick zu erleben. Wir kommen jetzt in Sichtweite. Sehen Sie sich das an, Hofstädt. Macht auf mich nicht den Eindruck einer Wüstenwelt. In der Tat. Viele Wolken. Und die Farbe wäre für Staubwolken ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Gelbfärbung von der Sonne stammt. Bevor ich das vorlese, mich würde mal interessieren, ist das legit, dass irgendwelche Leute, die hier mit Astronomie sich auskennen, ist es das legit, dass der Planet im Licht der Sonne gelb erscheinen könnte? Wäre auch wieder was für die Kommentare. Ich werde mit der Toronto sprechen. Versuchen Sie währenddessen etwas auf Ihre Instrumente zu bekommen. Shuttle an Toronto. Ned, wie ist der Kontakt? Die Verständigung ist ausgezeichnet, Mr. Driscoll. Sie haben nun Sichtkontakt mit dem Ziel? Ja, der Planet ist im Augenschein nach nicht unbedingt eine Wüste. Mr. Hofstädt befragt gerade die Instrumente. Interessant. Ich glaube, die Verbindung wird schlecht, aber fahre ich fort. Die dichte Wolkendecke macht die Messungen schwierig. Die Analyse weist in der Tat auf eine große Rohstoffmenge hin. Es scheint mehr Wasser zu geben als angenommen. Ein Moment, Mr. Hofstädt. Die Verbindung wird immer schwächer. Haben Sie Schwierigkeiten, Mr. Driscoll? Nein, alles scheint im grünen Bereich zu sein. Au, ich hätte es nicht beschreiben sollen. Ausfall der Servos. Ersatzkreise gehen schnell runter. Versuche manuell etwas zu machen. Hofstädt, versuche einen Check zu fahren.
Mr. Driscoll, Ihr Status zeigt kritische Werte. Erbitte Bericht. Ausfall mehrerer Systeme. Manuelle Steuerung okay. Versuche umzukehren. Wir haben Probleme mit der Energieversorgung. Hey! Das hat geknallt. Scheiße, ich verliere die Kontrolle. Hufschett, halten Sie sich fest. Wir gehen runter. Das Shuttle ist bereits im Schwerkraftfeld des Planeten und stürzt schnell auf ihn zu. Harte Stöße erschüttern das kleine Schiff, als es in die Atmosphäre eindringt. Tom arbeitet fieberhaft und schafft mit den Resten manueller Kontrolle eine krachende Bruchlandung. Langsam kommen die Männer wieder zu sich. Oh, mein Kopf. Mit ihm fliege ich nicht so schnell wieder, Driscoll. Bestimmt nicht in diesem Shuttle. Außerdem können Sie mir dankbar sein, dass Sie noch leben. Die Automatik hätte die Kiste nie heil runtergebracht. Okay, ist schon klar. Und nun? Nun schnappen wir uns die Masken und steigen aus. Wenn die Luft zum Atmen reicht, gehen wir die Vorräte durch und fangen an zu basteln, um einen Funkkontakt herzustellen. Wenn die Luft zu dünn ist, gute Nacht. Oh Mann. Was soll's? Hat keinen Zweck, es hinauszuzögern. Gehen wir. Mein Gott, das ist also die Wüstenwelt. Ich werde verrückt. Schauen Sie doch nur. Fantastisch. Riechen Sie nur. Hören Sie. Hier wimmelt es von Leben. Wie konnte die Sonde nur solche Daten senden? Das ist eine Sensation. Lassen Sie uns zuerst vom Shuttle weggehen. In dieser sauerstoffreichen Atmosphäre könnte es... Alles um Tom herum versinkt im Licht, dann in Dunkelheit, die für eine lange Zeit anhält. Dann beginnt Tom wieder, seinen Traum zu träumen. Ah, das war jetzt die Stelle mit der verkürzten Version des Intros. Jedes Mal Gänsehaut bei dieser Sequenz übrigens, also nicht dem Intro, sondern der Absturzsequenz. Und dem, was jetzt gleich auch noch kommt. Wieder dieser Traum. Er muss irgendwann mit Chris darüber reden. Zeit aufzuwachen. Muss den Flug vorbereiten. Der Flug. Das Shuttle. War bereits dort. Ist schon geschehen. Schmerzen. Irgendetwas ist falsch. Etwas stimmt nicht. Mehr Schmerzen. Was ist passiert? Gott, der Absturz. Was war dann? Oh Scheiße, die Schmerzen. Warum wache ich nicht auf? Hufstedt und ich gehen hinaus. Alles voller Pflanzen und Tiere. Der Planet lebt. Die Farben, das Grün, alles ist grün. Ja. Panti redet Iskai. Srinjak, Riban es Anridi. Frinjard Drabesir Vrenit. Was um alles in der Welt? Wo bin ich? Wer? Was ist das? Ich dachte, ich wäre wach. Ich muss hoch um... Ah, oh, Scheiße! Ein recht deutliches Genesungszeichen, schätze ich. Willkommen unter den Lebenden. Hofstedt. Okay. Ich will versuchen, das ganz einfach zu formulieren. Was ist passiert? Sie erinnern sich an die Bruchlandung und unseren Ausstieg? Gut. Kurz danach ist das Shuttle hochgegangen, wie in einer schlechten amerikanischen Serie. Meine erste Erinnerung danach stammt vom Transport auf eine Art Bahre. Als ich meine Helfer sah, wurde ich sofort wieder bewusstlos. Entschuldigung, da muss ich lachen. Als ich meine Helfer sah, wurde ich sofort wieder bewusstlos. Driscoll, diese Wesen sind intelligent. Ich sehe selbst, dass dieses Haus nicht aus dem Boden gewachsen ist. Obwohl, wenn man genauer hinsieht... Verstehen Sie nicht? Es gibt hier intelligentes Leben. Wir haben den Kontakt zur dritten nichtmenschlichen Rasse hergestellt. Ihre Kultur ist fantastisch und... Hofstedt, bitte. Mir brummt der Schädel auch ohne Ihre Erklärungsversuche. Beginnen Sie von vorne, um Himmels Willen. Wie konnten Instrumente so versagen? Wir marschieren hier in Erwartung einer Marswelt mit Atemmasken heraus und stehen in einem verdammten Dschungel dichter als in den alten Erddokus. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist.
Die meisten Tatsachen spüren sie am eigenen Leibe. Wir befinden uns auf einer sauerstoffreichen, warmen Welt mit einer enormen Vielfalt von Flora und Fauna. Die Schwerkraft beträgt erwartungsgemäß etwas unter 1 G. Bisher ist unser Immunsystem mit den hiesigen Mikroorganismen zurechtgekommen. Die Detonation hat sie wesentlich schlimmer erwischt als mich. Sie sind seit fast 30 Tagen bewusstlos gewesen. Halt! Versuchen Sie es gar nicht. Bevor Sie aufstehen können, werden mindestens nochmal 30 Tage vergehen. Hab's gemerkt. Irgendwelche bleibenden Schäden? Glaube ich kaum. Einige Knochenbrüche, Verbrennungen und vermutlich leichte innere Verletzungen. Die Schädelprellung machte mir die meisten Sorgen, aber sie scheinen hier bei klarem Bewusstsein zu sein. Ihre Prothese ist funktionstüchtig. Danke, machen Sie weiter. Nun, ich war recht schnell wieder auf den Beinen und habe Kontakt mit unseren Gastgebern aufgenommen. Wie soll ich bloß beginnen? Sie sind Wissenschaftler. Versuchen Sie, sich auf die Fakten zu besinnen. Ich werde mir Mühe geben. Nun, Sie nennen sich Iskai. Wie Sie gesehen haben, sind Sie annähernd humanoid gebaut, aber größer und schmaler als Menschen. Außerdem besitzen Sie noch Ihren Körperpelz. Sie scheinen von Raubtieren abzustammen, wie Sie sich ja auch an der Kopfform bemerkt haben. Ansonsten scheint Ihre Entwicklungsgeschichte in vergleichbaren Bahnen wie die des Homo sapiens verlaufen zu sein. Die Iskai sind zweigeschlechtliche Säugetiere wie wir. Ihre technologische Entwicklungsstufe scheint nicht sehr hoch zu sein. Trotzdem sind sie in erstaunlichen architektonischen Leistungen fähig. Die Bewohner dieses Hauses haben sich aufopferungsvoll um uns gekümmert und mir geholfen, sie am Leben zu halten. Ich erinnere wieder daran, das Spiel ist aus 1995. Da war tatsächlich alles, was mit non-binär zu tun hat und mit mehr als zwei Geschlechtern, noch überhaupt gar nicht beachtet. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt... Ich meine, 95 war ich 10. Da habe ich nicht über sowas nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe da nichts gehört, dass also irgendwie darüber geredet wurde. In Schulen oder eben in der Öffentlichkeit oder so. Also das ist, da sind wir, wie gesagt, einiges weiter. Es sind fast 30 Jahre vergangen seitdem. Also, da muss man dem Spiel einfach aufgrund der Zeit, das ist ein Kind seiner Zeit und muss dem Spiel aufgrund der Zeit verzeihen, dass es halt das sozusagen nicht wusste. Soll das heißen, eine Art Medizinmann hat mich wieder zusammengeflickt? Nein, andererseits, wer weiß. Ich erinnere mich nebelhaft an den ersten Tag hier, als einer dieser Burschen im Zimmer mit war und irgendwas an uns herumgefummelt hat. Es hat allerdings nicht den Eindruck gemacht, dass er mit Hokuspokus Eindruck schinden wollte. Hat mit einer Art glitzernden Pflanzensamen hantiert. Ich war zu schwach, um dagegen zu protestieren. Es hat uns offensichtlich nicht geschadet. Ich habe noch 3 von unseren Medipacks gebraucht, um sie so weit zu bringen, wie sie jetzt sind. Drinisbad Andriba Nagendi? Kridak Nagrina, Strukiri, Badri? Frivan Drobia, Lanari. Zum Glück übersetzen wir das Iskai, sobald Thomas gelernt hat. Wie ich sehe, haben sie die Zeit nicht vergeudet. Sie haben in knapp 4 Wochen ihre Sprache gelernt. Ich beherrsche erst ein paar Worte. Bis auf die Aussprache ist das Idom allerdings erstaunlich nachvollziehbar. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen einen Grundkurs geben, damit Sie aufholen können. Machen Sie langsam, Hofstädt. Ich bin auch dabei zu versuchen, nicht überzuschnappen. Diese Situation ist... Ich meine, was wir hier erleben, ist unglaublich. So etwas passiert normalen Leuten im wirklichen Leben nicht. Es... Hey, 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 bleiben Sie ruhig, Driscoll. Sehen Sie, das sind Gedanken, wie sie wohl jeder hat, wenn man etwas erlebt, was man sonst nur am Bildschirm gelesen oder gesehen hat. Das hier geschieht nun mal tatsächlich. Akzeptieren Sie es und sehen Sie zu, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Wir müssen schließlich irgendwie zum Schiff zurückkommen. Das Schiff, richtig. Die werden Augen machen, wenn sie im Orbit sind. Ich schätze, sie werden am vorgesehenen Punkt landen und anstelle der Abbaustruktur eine Forschungsstation errichten. Ihre Firma kann dann wenigstens noch etwas Geld mit den Exklusivrechten der ersten Dokus hereinholen. Wir müssen also herausfinden, wo wir sind und wie wir zum Landepunkt kommen. Da unser Shuttle rechtlos zerstört ist, kann die Reise zu Toronto recht lang werden. Das ist die richtige Einstellung. Zuerst aber müssen wir lernen, uns zu verständigen. Schlafen Sie erst noch ein wenig, dann beginnen wir mit der ersten Lektion. In Ordnung, und Hofstädt? Ja? Danke für alles. Einige Wochen später.
Tom hat sich erholt und mit Rainers Hilfe die Grundbegriffe der SKI-Sprache erlernt. Das heißt, ich muss nicht mehr SKI sprechen. Heute fühlt er sich zum ersten Mal stark genug, um sein Bett endgültig zu verlassen. Niemals, Hofstädt. Und wenn mich Giria auffrisst, ich bleibe keinen Tag länger in dieser Sandkiste hier liegen. Ihre Krankenschwester wird davon nicht begeistert sein. Aber bitte, ihre Gehversuche haben in den letzten Tagen an Sicherheit gewonnen. Klappt doch ganz gut. Es wird Zeit, endlich dieses Zimmer zu verlassen. Okay, aber Sie sprechen mit Giria. Und da habe ich wieder die Kontrolle. Gehen wir gleich mal hier die Schränke untersuchen. Denn hier ist ein, findet sich ein Seil und ein Stich. Und den legen wir gleich mal an. So. Da oben müssen wir manipulieren. Hier habe ich alles hineingetan, was ich an Ausrüstung noch bei mir hatte. Und wenn es deine Ausrüstung ist, weißt du, dann geben wir das doch auch einfach dir. Na, das war falsch geklickt. Hier hätte ich doppelklicken sollen. So. Na komm, dahin. Leg's ruhig in das Inventar. Dankeschön. Und hier haben wir auch noch was. Und zwar einen Kurzdolch. Der macht aber einen Schaden weniger. Einen Dolch, der macht den gleichen Schaden. Ein großer Dolch, der macht einen Schaden mehr. Und 5 Fackeln. Und ein wenig Geld. So, dann wollen wir doch mal... Nein, nein, ich will kein Geld nehmen. Ich will gucken. So, gehen wir erstmal... Gucken uns erstmal Rainer an. Charakterbildschirm. Er kann also jetzt... Mittlerweile können also beide Irdisch und Iskai. Und er ist ein Wissenschaftler. Das ist also seine Klasse. Das heißt, wenn wir jetzt hier schauen, dann sehen wir hier, der Kurzdolch kann also von einem Wissenschaftler getragen werden. Dann schauen wir mal eben. Schaden 2. Schaden 3. Sind davon, jetzt müssen wir hier mal gucken bei den Fähigkeiten. Haben wir hier Nahkampf und Fernkampf. 25, 20 sind also beide. Beide sind im Nahkampf stärker als im Fernkampf, wobei unser Pilot doch stärker ist als der Wissenschaftler. So, welches war das hier? War die Waffe mit 3? Die geben wir dann einfach mal ihm. So. Und dann, nein, 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 Tom ist der Anführer. Tom, ihr lauft umher. Habe ich euch nicht gesagt, euch noch zu schonen? Nun gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr zusammenbrecht. Ich werde See bei Livrin Bescheid geben, wenn die wieder bei Kräften zu sein scheint. Dass sie wieder zu Kräften scheint. Uff, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Sie hat uns doch schon von diesem See bei uns so weiter erzählt, oder? Einen Schluck trinken? Ja. Ich glaube, es handelt sich um das Oberhaupt dieser Familie. Er muss außergewöhnlich alt sein, wenn ich sie richtig verstanden habe. Das will für unsere Verhältnisse nicht viel heißen. Die Iskai werden ja anscheinend nur etwa 30 bis 40 Jahre alt. Kein Wunder, dass sie so hektisch wirken. Man hat den Eindruck, sie laufen ständig auf Hochtouren. Sehen Sie sich Nogiria an. Ich wollte ihr noch für ihre Pflege danken, um sie zu besänftigen, da ist sie auch schon verschwunden. Wie dem auch sei, lassen Sie uns einen Blick auf dieses Haus werfen. Genau, gucken wir uns mal hier diese... Das ist ein Iskai-Kind, das uns einfach nur anguckt. Dieses Sitzmöbel ist förmlich aus dem Boden gewachsen und stellt eine bequeme Sitzbank dar. Die Wände kann ich mir nicht angucken. Gut, hier ist es nur ein massiver Holztisch. Sagt er noch was über das Bett aus? Nö, die Bettdecke. So... Da kann ich nichts mitnehmen. Ich habe Teile des Hauses schon gesehen. Die Architektur ist fantastisch. Alles scheint aus Pflanzen zu bestehen. Weiß der Himmel, wie sie das machen. Und fast überall ist Wasser zu finden. Es wird oft und gern gebadet. Ach, übrigens, es gibt offenbar kein Nacktheitstabu in dieser Gesellschaft. Kein Wunder bei der Hitze. So, schon mal weiter. Hier oben. Ich bin mit dem Sinn dieses Gebildes bereits vertraut gemacht worden. Glauben Sie es oder nicht, es ist eine Art pflanzliche Toilette. Gut, okay, da habe ich jetzt keinen Bedarf, die anzufassen.
Kommode. Mal weiter. Tom und Rainier, ich komme gerade vom See bei. Er wünscht, mit euch zu sprechen. Würdet ihr mir bitte folgen? Selbstverständlich, wir freuen uns auf ein Gespräch. Nun erfahren wir hoffentlich mehr über die Gründe für unsere Rettung. Seien Sie nicht undankbar, Driscoll. Außerdem sollten wir uns vielleicht bei diesem Seebei nicht mehr in unserer Sprache unterhalten. Eventuell gilt das als unhöflich. Ist das ein Schlüssel? Ich muss mal gucken, ob das ein Schlüssel ist. Schlüssel oder Löffel? Tom und Rainier, das Oberhaupt des Clans der Südwindtiger, Seebei Livrin. Ich werde euch nun alleine lassen. Sarima, Tom und Rainier. Es stimmt mich froh, dass auch ihr, Tom, euch von euren schweren Wunden erholt habt. Seebei Livrin. Ihr und euer Clan habt uns das Leben gerettet und wir möchten euch dafür danken. Der Südwind-Clan ist für seine Gastfreundschaft berühmt. Wir freuen uns, euch geholfen zu haben. Können wir uns irgendwie erkenntlich zeigen für eure Großzügigkeit? Ich bin erfreut über eure Dankbarkeit, Tom und Rainier. In der Tat möchte ich eine Bitte an euch richten. Ich weiß nicht, mit welcher Magie ihr euer Metallboot durch die Luft bewegt habt, aber es scheint nun völlig zerstört zu sein. Das restliche Metall wurde geborgen, weil es sonst von... Das restliche Metall wurde geborgen, weil es für uns von nicht unerheblichem Wert ist. Nun ist man sich uneins, wem die Überreste gehören. Da ich hier den Eindruck habe, dass euer Fahrzeug nicht mehr von Nutzen für euch ist, wäre es für den Clan sehr hilfreich, wenn ihr euch entschließen könntet, uns das Metall zu überschreiben. Eine solche Erklärung würde sicherlich von den anderen Interessenten akzeptiert. Tom, ihr scheint mir der Anführer zu sein. Wie steht ihr dazu? Selbstverständlich sind wir einverstanden, Seebei Livrin. Es ist das Mindeste, was wir für eure Hilfe tun können. Nun, ich bin derjenige, der zu danken hat. Ihr helft dem Südwind-Clan damit in Zeit knapper Geldmittel. In einer Zeit knapp. Bitte setzt euren Namen und eure Marke unter dieses Schriftstück, Tom. Was meint ihr mit Marke? Oh, verzeiht, wie dumm von mir. Dabei hatte Megiria bereits berichtet, dass Menschen keine Duftdrüsen besitzen. Es ist bei uns üblich, Verträge mit den individuellen Gerüchen der Unterzeichneten zu versehen. In diesem Fall muss wohl der Name genügen. Hier bitte, Tom. Tom setzt seinen Namen unter ein Schriftstück aus dickem, papierähnlichem Material. Vielen Dank nochmals für diese Unterschrift. Sie befreit mich von einigen Sorgen. So, nachdem diese Sache erledigt ist, stehe ich euch noch gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Gibt es etwas, das ihr wissen wollt? Es gibt alles, was wir wissen wollen. Verzeiht mir, Seebei Livrin. Ich hoffe, euch mit der Frage nicht zu beleidigen, aber Gere erzählte etwas über euer hohes Alter und ihr seid offenbar doch recht jung. Oh, kann es sein, dass sich euch niemand über das heiligste Ritual unseres Volkes aufgeklärt hat? Nun gut, ich bin tatsächlich über 50 Jahre alt. Ein Alter, das kein Iskai erreichen kann. Ich habe meinen Geist mithilfe des Seebei-Rituals in den Körper eines Neugeborenen, in diesem Fall meines eigenen Sohnes, übertragen. Das Seebei-Ritual stellt die mächtigste magische Handlung dar, derer wir fähig sind, und sie kann von jedem durchgeführt werden, sei sein magisches Talent auch noch zu gering. Dazu müsst ihr wissen, dass das Tri eines Neugeborenen in der ersten Woche ganz besondere Eigenschaften hat. Berührt ein Erwachsener mit seinem Tri, das des Neugeborenen, kann er sein gesamtes Selbst in den Geist des Kindes übertragen. Er oder sie kann das Leben neu beginnen. Der Körper des Erwachsenen stirbt bei der Zeremonie. Natürlich ist es verboten, das Ritual ohne Genehmigung des Ratskreises durchzuführen. Zusammen mit der Entführung eines Neugeborenen ist dies das schlimmste Verbrechen, das es gibt. Der Verbrecher und seine gesamte Familie werden nach unseren Gesetzen mit dem Tode bestraft. Nur wenige Personen mit besonderen Verdiensten, die Auserwählten, dürfen das Ritual durchführen. Ferner darf das Ritual selbstverständlich nur mit Zustimmung der Mutter des Neugeborenen durchgeführt werden. Meist ist es die Partnerin des Ausgewählten oder eine Schwester einer Auserwählten. Ist das Ritual durchgeführt, bekommt der oder die Ausgewählte den Titel Seebei, gefolgt von einem Zusatz, der darauf hinweist, wie oft der Seebei das Ritual schon durchführen durfte. Mein Titel Seebei Li besagt also, dass ich das Ritual zum ersten Mal erlebt habe. Halten Sie mich fest, Driscoll. Das ist ja unglaublich fantastisch und... Ich weiß, versuchen Sie trotzdem höflich zu bleiben und sprechen Sie Iskai. Nun, was kannst du mir über Auserwählte sagen? In den Status eines Auserwählten, also des Berechtigten auf ein Seebei-Ritual zu gelangen, ist sehr schwer und hängt letztendlich immer von den Stimmen im zuständigen Ratskreis ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Ehre des Rituals zuteil zu werden.
Beispielsweise, wenn sich jemand durch besonderen Mut oder Opferbereitschaft ausgezeichnet hat. Kommt er oder sie dabei um, darf ein Bruder oder eine Schwester im Gedenken an diese Person zum Seibei werden. Oft kommt es auch vor, dass jemand, der einen hohen Rang bei den Stiriik hat, auserwählt wird. Generell kommen Personen mit einzigartigen Talenten und Wissen in Frage, wenn sie diese Kenntnisse zum Wohle vieler genutzt haben. Was könnt ihr mir über den Clan erzählen? Der Clan der Jäger des Südwinds ist einer der ältesten in Irinar. Seit unzähligen Jahren kommen aus unseren Reihen die besten Jäger der Stadt. Ihr müsst wissen, dass in unserem Volke Wild den Herdentieren der Züchter vorgezogen wird. Was könnt ihr mir über Ehe sagen? Nun, wenn sich die Partner entschlossen haben, ihr Leben miteinander zu verbringen, richten sie ein großes Fest aus, bei dessen Höhepunkt sie sich für immer verbinden. Gelöst werden kann eine Ehe übrigens offiziell jedoch nur vom entsprechenden Ratskreis. Wie dem auch sei, normalerweise sind die beiden dann ein Paar für den Rest ihres Lebens und versuchen, einen eigenen Haushalt zu gründen. Sie werden dabei oft von ihren Nebenpartnern unterstützt, die so eine Gelegenheit haben, sich vom Elternhaus zu lösen, wenn sie möchten. Nebenpartner? Die Schwestern der Ehefrau und die Brüder des Mannes gelten als Nebenpartner eines Ehepaares und teilen manchmal das Haus und bei Sympathie auch das Bett miteinander. Allerdings ist in der Zeit der Fruchtbarkeit im höchsten Maße tabu, mit dem Nebenpartner zu schlafen. Fruchtbarkeit? Es ist so, dass die Frauen nur 3 Monate im Jahr fruchtbar sind. Dies ist die Zeit des Fatim und ihr Beginn wird mit einem großen Fest gefeiert. In dieser Zeit treten für Eheleute und ihre Nebenpartner Tabus in Kraft. Was könnt ihr mir über Geschwister sagen, meine Güte? Tom, weißt du nicht, was Geschwister sind? In unseren Familien wird der Geschwisterschaft ein großer Wert beigemessen. Erreicht jemand beispielsweise die Volljährigkeit, ist er in der Verantwortung und Entscheidungsgewalt über die jüngeren Geschwister sogar höher eingestuft als die Eltern. Was könnt ihr mir über die Herden sagen? Es gibt 2 kleinere Clans, die von der Viehzucht leben. Ihre Herden sind meist in der Umgebung der Stadt zu finden. Was könnt ihr mit dem zum Rat sagen? Sorry, es klingt für mich ein bisschen komisch, mir die Frage zu stellen, aber ich finde, was wisst ihr über Rat? Klingt noch schlechter, oder? Der Rat von Irina gilt als die Regierung von ganz Nakiridani. Er residiert im Ratsgebäude in der Mitte der Stadt. Im Rat sitzen die Sebai der Clans Nakiridanis und wählen alle 5 Jahre aus ihrer Mitte den Sebaina, das Oberhaupt des Rates. Der Sebaina regiert unser Volk bei Entscheidungen von großer Tragweite. Oh, da war das ist ein Punkt. Nee, nur ein Komma. Der Sebaina regiert unser Volk. Bei Entscheidungen von großer Tragweite ist er jedoch auf die Zustimmung des Rates angewiesen. Der Rat bildet die sogenannten Ratskreise. Das sind Gruppen von Leuten, die von mindestens einem Ratsmitglied geleitet werden, um sich um bestimmte Aufgaben zu kümmern. Zum Beispiel die Sebai-Auswahl, Streitigkeiten oder Familienangelegenheiten wie Ehetrennungen. Was könnt ihr mir über Irina sagen? Irina ist die größte Stadt unseres Volkes. Sie kann auf eine lange Geschichte zurückblicken und ihr Hafen macht sie zum Handelszentrum Nakiridanis. Und was ist Nakiridani? Nakiridani ist der Name des Landes, in dem ihr euch befindet. Es ist eine große Insel, berühmt für seine Urwälder und auch seine Vielzahl an Pflanzen und Tieren. Es ist... kannst du mir ein bisschen über eure Geschichte erzählen? Im Ratsgebäude findet ihr Sebai Gis Frill, der als großer Geschichtsgelehrter gilt. Er kann euch sicher mehr über die vergangenen Zeiten berichten als ich. Nun, was könnt ihr mir über den Sebai sagen? Gucken, das ist der Text, den wir schon kennen. Was könnt ihr mir über Magie sagen? Die Kunst, die niemand mit den Händen und nur wenige mit dem Kopf zu fassen vermögen. Nur wenige haben das Talent, allein mit der Kraft ihres Geistes und dem Segen der Göttin Dinge aus dem Nichts zu erschaffen oder zu verändern. Es gibt 2 Gilden, die sich mit Magie befassen. Die Forma oder die Fat und die Magiergilde der Dikas. Erzählt mir mehr über die Difat. Die Difat oder Forma sind eine der ältesten Gilden Irinas. Sie sehen sich in erster Linie als Baumeister und können mit Hilfe ihrer Magie Pflanzen verändern und dauerhaft in eine gewünschte Form bringen. Das Gildenhaus der Difat hat seinen Platz im nordwestlichen Viertel Irinas. Es ist immer weiter vergrößert worden, seit vor langer Zeit die Sache mit Agrim passiert ist. Agrim war vor fast 150 Jahren das Oberhaupt der Difat und sein Leben ist im Legendenschatz unseres Volkes eingegangen. Damals war das Gildenhaus der Difat außerhalb der Stadt zu finden, ein prächtiges Gebäude. Nun, Agrim war ein großes Talent auf seinem Gebiet, aber von wankelmütigem Charakter.
Dies war der Grund für die Ablehnung seines größten Zieles, ein Auserwählter zu werden. Als er von der Abweisung erfuhr, verlor er völlig die Kontrolle über sich. Er schwor trotzdem, die Unsterblichkeit zu erlangen zu wollen. In einem wahnwitzigen Ausbruch seiner Macht zerstörte er das ganze Gebäude und verwandelte es in einen seltsamen Ort, der heute noch von allen gemieden wird. Man sagt, er hätte seinen Geist diesem Ort aufgeprägt. Dann sag mir doch noch was über die Dikas. Ihr müsst wissen, dass Dikas der Name der Magiergilde Jirinas ist. Ihr findet sie im südwestlichen Teil der Stadt. Dort üben die magischen Talente unseres Volkes zahlreiche Experimente aus. Die Dikas? Magie ist eine vielfältige Kunst. Sie heilt, erschafft und zerstört. Was könnt ihr mir über die Gilde sagen? Eine Gilde oder Ji ist eine Organisation eines bestimmten Berufszweiges. Es gibt ihrer viele. Die Formergilde, die Fahrt, die Magier, die Händler oder auch die Jägergilde etwa. Was für eine Göttin verehrt ihr? Die meisten von uns glauben, dass sie nach dem Tode dorthin zurückkehren, woher wir alle kommen. Das große Bewusstsein, das von allen unseren Ahnen gebildet wird und das oft als die Göttin bezeichnet wird. Man sagt, je vorbildlicher man sein Leben gestaltet, umso mehr bleibt man sich selbst, wenn man in der Göttin aufgeht. Auch ein interessantes Konzept. Kaufen? Okay. Wo kann man hier was kaufen? Ist wohl die Frage. Im nordöstlichen Viertel der Stadt könnt ihr Waffen und Rüstungen einkaufen. In der Hafengegend im Südosten gibt es einen großen Laden für allerlei Nützliches und außerdem einen Provianthändler. Oh, diese Laden, werden wir oft besuchen. Kannst du mir was über den oder die Sebainar sagen? Der oder die Sebainar hat auch als Ratsoberhaupt natürlich großen Einfluss. In Krisenzeiten kann sie oder er vom Rat sogar mit besonderen Machtbefugnissen ausgestattet werden und ist für die Zeit der Krise Herr über Leben und Tod auf Makiridani. In normalen Zeiten ist der Sebainar jedoch auf die Zusammenarbeit mit dem Rat angewiesen. Er hat allerdings zwei Stimmen im Rat und kann bei Pattsituationen die Entscheidung treffen. Was sind eigentlich die Styrig? Die Styrig sorgen für die Einhaltung der Gesetze. Sie verfolgen Verbrecher und versuchen ein wenig Ordnung in unser Leben zu bringen. Von einem Styrig-Mitglied wird viel Disziplin verlangt, eine Eigenschaft, die bei uns in hohem Ansehen steht. Aber wie das mit Idealen nun mal so ist, jedenfalls halten viele Neulinge bei den Styrig es nicht lange aus. Dafür das ist tatsächlich ein Satz. Was ist eigentlich das Tri? Das Tri, das jeder von uns auf der Stirn trägt, ist ein ganz besonderes Organ. Es wird als Sitz des Geistes angesehen und Verletzungen führen von Persönlichkeitsveränderung und Gedächtnisverlust bis zum Tode. Legen zwei Leute ihre Tri aneinander, so können sie die Emotionen des anderen spüren und besonders Begabte erfasst sogar ganze Gedankengänge. Wann seid ihr eigentlich volljährig? Mit dem 10. Lebensjahr ist die Volljährigkeit erreicht und man ist von den Entscheidungen seiner älteren Geschwister oder Eltern unabhängig. Und das war's. Danke für das Gespräch. Oh, bevor ich es vergesse, meine Freunde, hier ist ein Schlüssel. Er öffnet die Türen des Jägerclans und führt unter anderem zu unserem Vorratskeller. Was immer ihr benötigt, gehört euch. Dort lagert übrigens auch viel von den Überresten eures Luftschiffes. Selbstverständlich seid ihr jederzeit gern gesehene Gäste in unserem Haus. Schaut euch hier in Ruhe um und kommt wieder, wann immer ihr wollt. Und scheut euch nicht, die Stadt kennenzulernen. Die meisten haben schon von eurer spektakulären Ankunft gehört. Und nur noch das Wichtigste. Die Sebainar möchte mit euch sprechen. Sucht sie bitte im Ratsgebäude auf. Ihr findet es inmitten der Stadt. Der Eingang ist südlich gelegen. Und da wechselt der Schlüssel den Besitzer. So, und da ich merke, dass ich mich immer häufiger verspreche, werde ich hier die Aufnahme beenden. Einfach, weil das sonst irgendwie etwas doof wird für euch, oder? Also, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Bis dann. Ciao. Ciao, miau natürlich.